Jo, ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und auch heute habe ich wieder eine absolute Schönheit auf dem Review-Tisch. Ja, diesmal ist es der Kaiodo Brachiosaurus Dino Tales Serie 2. Auch der kommt wieder mit so einem schnieken Kärtchen daher und dann mit einem Aufkleberchen und so. Und hinten ist nochmal die Aufbauanleitung, ne? Denn auch dieses Modell wird zusammengesteckt. Hier sieht man es nochmal, der Hals. Unterseite des Bauches und dann einfach den Körper zusammenklicken. Fertig ist das gute Stück. Und bei diesem Modellchen war noch ein kleines Zettelchen dabei, das die Serie 2 zeigt. Es umfasst 24 Figürchen. Ja, darunter auch Miniaturskelette. Ja, hier einmal von dem hier und Stegosaurus. Den kann ich nicht genau erkennen, was das ist. Ich nehme mal einen Allosaurus. Und es enthält prähistorische Säugetiere, Urmenschen und so weiter, Schädel und einfach faszinierend. Ja, da sieht man es nochmal, Serie 2 soll das sicherlich heißen und 24 Modelle sind enthalten. Und hier sieht man noch die einzelnen Nummern, das ist hier Nummer 27, 0027 oder 027 Brachiosaurus. Das kann ich leider nicht entziffern. Schade eigentlich. Wäre noch ganz interessant. Ja, Freunde, und auch dieser Brachiosaurus ist wieder eine Miniatur mit 12 cm Länge und 6,5 cm Höhe. Das ist wirklich ganz, ganz klein. Ne? Hier zum Vergleich mit meiner Hand daneben. Wirklich ein absolutes winziges Stück. Aber schaut ihn euch an, wie der bemalt ist. Ein so kleines Modell, so aufwendig zu malen, das ist schon eine Leistung. Und da haben wir ihn noch schon in der nahen Sicht. Ja, jetzt können wir uns seine Bemalung nochmal schön aus der Nähe bewundern. Das Auge ist winzig, ist scheinbar auch nicht weiter bemalt. Das ist einfach schwarz. Ne? Und dann diese schöne Bemalung hier auf dem Hals. Ne? Man muss bedenken, das ist wirklich alles ganz, ganz klein. Wir sehen hier gelb, wir sehen hier weiß, schwarz, Ockertöne und so weiter. Und dann hier noch Farbverläufe ins Schwarz. Punkte hat er hier noch drauf bekommen. Also ist schon sehr speziell. Das ist ein absoluter Wahnsinn, wie schön dieses Modell bemalt ist. Den musste ich schon deswegen einfach haben. Nicht nur, weil das Modell an sich sehr schön ist, sondern auch wegen seiner extrem auffälligen Farbe. Mann, allein schon dieses Muster hier an der Flanke, das ist doch sensationell, das in diesem Maßstab. Ja, und die Beinchen dann, das ist Plastik, ja, ganz leicht, ein ganz simples Modellchen und auch hier wieder fantastisch gemacht, ja, unglaublich und es gibt noch so viel mehr davon, ne? Einfach Wahnsinn. Ja, es wird so halb im Laufen gezeigt, wird recht entspannt, ja, recht relaxed und so. Hier sieht man noch, wie es zusammengesetzt ist. Ja, der war im Prinzip schon so gut wie fertig, als ich ihn bekam. Das sind im Prinzip alles so kleine Puzzle. Hier die Beinchen, schlank und dünn. Und die Unterseite, das ist auch nochmal so ein Einzelstück, der Unterbauch, ne? Nochmal der Schwanz. Und auch hier zeigt sich nochmal dieses wunderschöne, winzige Muster, das sowas von aufwendig gemacht ist. Speziell, also sieht man auch nicht alle Tage sowas, ne? Meistens sieht man ja eine derartig aufwendige Bemalung bei den teureren Modellen. Aber das ist schon echt speziell hier, ne? Wahnsinn. Wieso? Die Übergänge vom Weiß, dann ins Schwarz und hier oben ins Gelb. Das ist schon sehr speziell. Durch das Schwarz ist hier nicht allzu viel zu erkennen, aber die Unterseiten der Füße sind alle recht flach. Ist nichts weiter gemacht worden. Schauen wir uns nochmal die Oberseite an. Aus. Also den muss man auch sehr vorsichtig anfassen und so, weil das ist wirklich sehr zerbrechlich hier, besonders der Schwanz. Ne? Er ist so dünn, so fragil, so fein. Ich denke, einmal schief angucken und das Ding ist durch. Und nochmal die Unterseite.
Herrlich. Ich liebe ja auch Miniaturen, besonders wenn sie dann auch noch so schön gemacht sind, ne? Hier haben wir das gute Stück dann einmal in der Ansicht von vorn. Einmal die Rückansicht. Und da sieht man auch nochmal, wie schön dieses Muster ist. Die Ansicht von oben und die Ansicht von unten. So, schauen wir uns nochmal das Kärtchen an, wo diese ganzen Figürchen nochmal drauf zu sehen sind. Was es da so alles gibt. Das Melodon, ein Riesenfaultier, den Brachiosaurus als Skelett gibt es dann auch nochmal. Urmenschen, den kenne ich nicht so recht, scheint aber auch ein Ursaurier zu sein, also eine Urechse. Und noch viele weitere schöne Modelle, die ich mir wahrscheinlich nach und nach auch noch alle zulegen werde. Oh, dann ein ganz frühes Tier. Ja, hier. Der ebenso. Ja, aus der Frühzeit des Lebens. Ja, Kambrium. Ja, das waren sie sogar. Ein Archaeopteryx ist dabei. Nehme ich mal an, dass es einer ist. Ja, oder ein Mikroraptor, je nachdem. Sieht aber für mich wie ein Archaeopteryx aus. Und hier ist nochmal das Kärtchen, der Aufkleber dazu. Ne? Schön, diese Familie ist hier noch mit abgebildet. Ne? Brachiosaurus, Familie Brachiosauridae. Sehr speziell. Und die Aufbauanleitung. Tja, Lieben, auch diesen kleinen Kerl findet ihr in der Videobeschreibung. Zumindest, wenn ich ihn nochmal finde. Ansonsten gibt es wahrscheinlich auch noch andere Vertreter davon, die anders bemalt sind. Ja. Und ich für meinen Teil klicke mich wieder aus, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!